Mein Name ist Gudrun Kreuzwirth und ich bin Berechnungsingenieurin bei AVL List. Ich arbeite hier bei der AVL im Bereich ASD, Advanced Simulation Technologies, und wir entwickeln eine Simulationssoftware für den gesamten Antriebsstrang. Aber Antriebsstrang beschränkt sich hier nicht nur auf die Fahrzeugindustrie, sondern auf sämtliche Antriebsstränge, was man sich nur so vorstellen kann. Sämtliche Komponenten von Turbinen über Windräder, da sind keine Grenzen gesetzt. Mein Part dabei ist es, bei der Entwicklung mitzuhelfen, neue Lösungswege zu finden, auch diese Software dann zu testen. Wir verkaufen sie natürlich auch an Kunden und machen daher auch Kundentrainings. Mein Arbeitstag ist sehr abwechslungsreich, interessant, nicht immer planbar. Das heißt, wenn ich in der Früh ins Büro komme, weiß ich nicht, mit was ich am Abend dann aufhöre zu arbeiten. Spannend an meiner Arbeit ist, dass ich nicht nur den ganzen Tag vorm Computer sitze, sondern auch mit vielen verschiedenen Menschen zu tun habe. Was natürlich auch ganz toll ist und wo mein Technikerherz dann aufgeht, ist, wenn man eine wirkliche Hardware in der Hand hat, sozusagen einen Motor auch angreifen kann und sieht, was man dann simuliert. Berechnungsingenieurin oder Berechnungsingenieur wird man, indem man sich für Technik interessiert und eben vorzugsweise auf einer technischen Universität studiert hat oder auf einer Fachhochschule. Und da natürlich wäre es schön mit Schwerpunkt Maschinenbau, Elektrotechnik oder Automatisierungstechnik. Wichtig ist natürlich auch, dass man Freude an der Mechanik hat, Freude an bewegenden Teilen, die zu berechnen, die Interaktivitäten zwischen den Teilen zu berechnen. Und Teamfähigkeit und Kreativität ist auch noch sehr wichtig. Teamfähigkeit, weil doch die AVL ein weltweites Unternehmen ist. Und kreativ muss man auch sein, um für verschiedene Probleme Lösungen zu finden und Innovationen zu machen und eben auch ein bisschen quasi um die Ecke denken. Ich bin wirklich froh, bei der AVL zu arbeiten, denn es ist unglaublich schön, in so einer großen Gemeinschaft von Kollegen zu arbeiten, eine interessante Aufgabe auch zu haben und überhaupt Teil eines wirklich so großen internationalen Unternehmens zu sein. Und das sind auch die Gründe, warum ich wirklich jeden Tag gerne hier zur Arbeit gehe.